Hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig, mal wieder vor die Kamera. Warum? Ich bin ja donnerstags immer so teilweise bei meiner Ärzte. Ja, da habe ich das hier bekommen. Eine Krankenhauseinweisung. Hey, ich bin mal wieder im Krankenhaus. Nächste Woche. Ich mache ja immer ab und zu mal, wie es mir so geht mit dem Krebstagebuch. Es geht mal rauf, mal runter, seit 14 Tagen immer mehr so runter, so leicht rauf, aber immer mehr runter. Aber ich lasse es mir nicht anmerken. Der ein oder andere, der schon länger auf meinem Kanal ist, der weiß es. Schon seit Jahren kämpfe ich dagegen an. Und jetzt habe ich eben wieder einen Krankenhausaufenthalt gewonnen. Nächste Woche ist es soweit. Wahrscheinlich 2 Tage werde ich aus dem Krankenhaus berichten. Es ist nichts Ernstes. Es ist mal wieder eine Probe rausnehmen und. Aber was viel schlimmer ist, was hier unten steht, das ist der echte Hammer. Ich blende euch das mal hier unten ein. So, ich werde es natürlich nicht lange drin lassen. Macht auf Pause oder sowas, lest euch das in Ruhe durch. Aber das ist doch wohl der Hammer, oder? Ich habe schon mit der Krankenkasse gesprochen. Ich möchte jetzt nichts dazu sagen, sonst kriege ich so eine Krawatte. Also, ich muss es hier machen und fertig. Die haben da wieder mal was entdeckt, was da nicht hingehört. Und deswegen bin ich im Krankenhaus. Das ist alles nur Vorsorge. Das dazu. Jetzt an allen Neuen, die auf meinem Kanal sind, mich vielleicht abonniert haben, weil die Abonnierzahl, die ist ziemlich wenig, aber dafür liegt die Zahl etwas höher. Abonniert mich ruhig, auf jeden Fall. Haben sich ja schon jetzt einige letzte Zeit, oh, du informierst dich nicht richtig, du machst das. So, der eine oder andere weiß es. Ich bin damals, wo die Tumor-Krebsgeschichte angefangen ist, um mich abzulenken. Ich bin weiter arbeiten gegangen. Ich habe es immer gesagt, kämpft dagegen an. Wenn ihr welche kennt, kämpft dagegen an. Dann kam man nach Hause, war es ruhiger. Und dann bin ich mit der Filmgeschichte bei YouTube angefangen. Und das hat sich dann immer gestaffelt. Und danke dafür, dass immer mehr Abonnenten und immer mehr Klickzahl sind. Ja, ich mache ab und zu übertrieben viele Videos, aber ich will abgelenkt sein. Wisst ihr, was ich meine? Ich komme nach Hause, bin etwas ruhig und dann möchte ich abgelenkt sein. Dann bin ich hier in meinem Raum, mache Filme für euch, habe meinen Spaß an Lego, habe meinen Spaß an da dran, an Kochen und sowas, an Grillen. Dann mache ich das gerne, um abgelenkt zu sein. Nehme ich das auf. Der ein oder andere von euch findet das gut, der andere nicht. So ist das Leben. Ihr müsst nicht alle gut finden, aber die es gut finden und mir meine Videos angucken, danke dafür. So, jetzt lese ich letzte Zeit immer in den Kommentaren, ah, du informierst dich nicht richtig, dann gibt es schon wieder was Neues. Ja, ich komme von der Arbeit nach Hause, ich komme an der Tankstelle vorbei, an Kiosk vorbei, an Edeka vorbei. Ich vergucke, was ist neu, oh, das habe ich noch nicht angeboxt, dann ist es in dem Augenblick für mich neu. Es ist so. Dann stelle ich es ins Netz, dann kriege ich von euch Kommentare, oh, das ist nicht neu, es gibt schon wieder was Neues. Ja, das liegt an den sogenannten Verteiler. Weil in Sachsen, Bayern und sowas kommen ja meistens auch immer die Comics, Magazine eher raus, wie bei uns in Nordrhein-Westfalen oder umgekehrt. Wie Wundertüten. Da kamen die zuerst, bei uns kamen die zuerst. Es ist immer Unterschied. Und dann gibt es ja noch die sogenannten Verteiler, die sowieso alles. Körne, Huckale, Ewing. Es sind alles verschiedene Gebiete. Da kommt das ein oder andere schon mal eine Woche eher. Wollte ich nur gesagt haben für alle Neuen. Trotzdem werde ich so weitermachen, um abgelenkt zu sein. Also ihr wisst Bescheid. Im Moment geht es mir wieder bergab. Ich freue mich. Hey, nächste Woche wieder ins Krankenhaus. Werdet ihr nicht die gewohnten Videos sehen. Aber ich mache wieder, wie es mir geht, wie die Einweisung war. Danke dafür, dass ihr da seid, wenn ich abgelenkte Videos mache. Für mich, für euch und immer wieder sage ich es, wenn ihr Betroffene habt, Familienangehörige, Freunde, redet die zu, nehmt seine Hand. Nicht zu Hause versauern lassen. Ich habe die letzten Jahre so viel gehen sehen, die auch Krebs haben, weil die sich aufgegeben haben. Nein, immer wieder dagegen angehen. Man muss Hobbys haben. Und wenn man nur mit dem Hund spazieren geht, dann ist man zwar alleine, denkt viel drüber nach, aber man macht erstmal was. Ich will nicht drüber nachdenken, deswegen mache ich für euch die Videos. Und für mich zum Ablenken, das ist das Allerwichtigste. Für mich zum Ablenken, das ist es so. Aber nichtsdestotrotz war es mal wieder jetzt ein Krebs-Tagebucheintrag, war ja schon wieder ein paar Tage nicht.
ihr wisst jetzt das Neueste, mir geht's immer, wäre ich ab. Ich habe halt wieder ein weißes Bett zum Bewohnen. Für ein maximal 2 Tage hat mir der Arzt versprochen. Aber nichtsdestotrotz, ihr da draußen, bleibt gesund. Helft Leute, nehmt sie an der Hand, nehmt sie mit, wenn ihr Betroffene habt. Aber das Wichtigste ist wirklich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann wie immer, bis demnächst. Guckt hin, schaut zu.